Ich bin ein bisschen sprachlos jetzt. Wir sind alle brutal enttäuscht. Also, wir haben, glaube ich, wieder eine sehr, sehr gute Saison, einen super Grunddurchgang gespielt. In der Big Round waren wir auch, glaube ich, ziemlich gut und starten eigentlich im ersten Spiel gegen Villach, so wie wir aufgehört haben, im Grunddurchgang zu spielen, sehr stark. Und ja, die Villach haben sich dann im System gespielt, zum ersten Mal, glaube ich, in der Saison in den Playoff. Und das hat uns wirklich alles abverlangt, wenn man es schwer getan hat. Gesehen im Mitteldrittel, wir sind nie wirklich hineingekommen, sicher ab und zu hineingekommen. Wir haben unsere Stärken eigentlich nicht ausspielen können, die wir in dem Grunddurchgang hatten, eben offensiv die Scheibe zu halten und zu rotieren. Das ist uns nicht oft gelungen. Villacher sind wirklich stark gestanden, haben alles geblockt, was zu blocken ist. Und es ist einfach schade, weil ich weiß, dass alle in der Mannschaft alles gegeben haben. Das ist natürlich klar, wir sind alle Profis. Wir spielen in erster Linie natürlich für uns, für den Erfolg und natürlich auch für die Fans. Und wir bemühen uns da jedes Spiel, versuchen alles von uns abzuverlangen, was es gibt. Und wenn man dann wirklich in 5 Spielen so verliert, schaut das natürlich von außen vielleicht ein bisschen anders aus, aber man muss den Hut ziehen vor den Villachern. Die haben das wirklich smart gespielt und waren über die 5 Spiele die bessere Mannschaft. Ja. Jetzt im letzten Spiel natürlich zu Hause sehr viel Druck, man hat das die Beine vielleicht auch ein bisschen gelähmt, haben vielleicht auch die Leute gefällt, die denn die Verantwortung übernehmen und eben im offensiven Drittel den Scheibe halten und versuchen so das Spiel auf die Zeit. Das ist nicht unbedingt, glaube ich. Wir haben sehr viele erfahrene Spieler in der Mannschaft, die viele Playoffs hinter sich haben, die mit Druck umgehen können. Hin und wieder bringt das sogar den Stärkeren raus in dir mit dem Druck dann, aber hat gesehen, wir haben uns super zurückgekämpft im zweiten Drittel. Und dann, wie schon, glaube ich, jedes Mal in der Series, bis auf das erste Spiel, haben wir dann im Wechsel darauf, in dem zweiten Wechsel darauf das Tor bekommen. Und da kann man den Schwung natürlich wieder nicht mitnehmen. Und ja, es ist schade, wie gesagt, man hat gesehen, ich glaube, die Torschüsse hatten wir heute wieder auf jeden Fall sehr viel. Und die Scheibe ist natürlich auch nicht gesprungen für uns, das muss man auch dazu sagen. Aber schon, wie gesagt, dass also in Wien im Playoff zweimal eine Wiener Capitals-Mannschaft zu schlagen, ist egal in was für eine Series, da gehört einiges dazu. Und das haben sich die Villacher verdient. Und sonst sind sie jetzt nicht weiter. Und wir versuchen das, glaube ich, jetzt nicht zu analysieren, weil die Saison vorbei ist. Das bringt, glaube ich, nichts, das zu analysieren. Wir versuchen, die Köpfe oben zu halten, versuchen, das hier zu verarbeiten. Wir hoffen natürlich, dass die Fans hinter uns stehen, weil wir haben alles gegeben, auch vielleicht, wenn es von außen anders ausschaut. Aber wie schon gesagt, jeder Spieler verlangt alles von sich ab und gibt immer 120%. Das kann ich garantieren in dieser Mannschaft, die sehr viel Charakter hat. Und es ist einfach schade, dass eine Saison so endet und vielleicht auch für ein paar Spieler in Wien einfach eine Karriere oder ein Jahr oder 2 Jahre so endet, weil das sind alles super Kerle da drinnen. Und hätten ein besseres Ende, hätte ich ihnen vergönnt und mir natürlich auch. Ja, natürlich, dass wir weiterkommen. Wen meinst du damit? Kündigst du mehr oder weniger doch auf einen radikalen Knick auch an in der Mannschaft? Das weiß ich nicht, nur ich sag nur übers Ganze, ich nehme an, dass sicher neue Spieler kommen werden und manche Spieler abgehen. Ich bei den Capitals und hier in Wien will man immer und die Meisterschaft mitspielen und das hätten wir dieses Jahr auch können, ganz klar. Wir haben die Leute gehabt, wir haben die Charakteren gehabt, wir haben den Skill gehabt. Aber wenn man in der ersten Runde ausscheidet in Wien, ist ganz klar, dass sich an manchen Stellen was ändert. So ist das Geschäft. Das ist Eishockey und das ist unser Job. Man muss mit dem Druck umgehen. Und ja, das ist das Hockeyleben. Das ist ganz normal, glaube ich. Das brauche ich gar nicht betonen. Aber da du mich fragst, habe ich jetzt die Antwort ausführlich, glaube ich, beantwortet. Man hat nach der Olympiapause nie wirklich das Gefühl gehabt, dass er konstant in die Gänge kommt. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist für jede Mannschaft schwer, nach so einer langen Pause wieder stark zurückzukommen. Ich war länger auch nicht da, habe ein bisschen
einstürmen dürfen bei Olympia. Und ich weiß noch, dass Red Bull super trainiert haben, perfekt trainiert haben. Nur, glaube ich, haben wir uns auch in den letzten Jahren ein bisschen schwer getan, immer nach dem Break, wenn man nachschaut. Die ersten zwei Spiele, drei Spiele, waren dann nicht immer unsere besten Spiele. Und, aber trotzdem denke ich nicht, dass das an der Olympiapause gelegen hat. Wir waren einfach, man hat es einfach, leider muss ich das sagen, man hat es einfach gesehen, man hat diesen Fraser von Villach zum Beispiel gesehen, der hat, ich glaube, in den fünf Spielen 220 Schüsse geblockt. Ich meine, das hätte er Goalie-Ausrüstung auch anziehen können. Das ist brutal. Und diese Sachen vom Tor, und wir haben alles versucht, aber es hat einfach nicht geklappt in manchen Situationen. Und das ist tragisch, weil du doch als Spieler alles versuchst und schon ein bisschen verzweifelst, ne? Wenn es nicht reingeht. Und wir haben versucht, mit dem gut umzugehen. Leider hat es nicht geklappt. Aber wie schon gesagt, ich muss trotzdem nochmal den Hut ziehen, weil die Villach haben wirklich smartes Eishockey gezielt durchgezogen und haben die Series dadurch gewonnen. Ja, darüber haben wir kurz einmal gesprochen, dass das auch ein bisschen so war, und ich glaube auch, dass sich die Villacher da vielleicht das eine oder andere System abgeschaut haben. Man hat gesehen, im eigenen Drittel haben sie die Box eng gespielt, haben uns außen gespielen lassen und haben jeden Schuss geblockt und haben uns eigentlich in den Slot lassen. Das war Klagenfurt genau das Gleiche. Haben im Mitteldrittel eigentlich alles blockiert und sind gut im Trap gestanden. Ja, erinnert ein bisschen nach Klagenfurt natürlich. Bei uns allen, wir denken sicher daran, aber trotzdem, Klagenfurt war auch zu schlagen letztes Jahr. Darum ist es schade, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat.